KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo und herzlich willkommen. Wie geht's? Fein geht's. Habt ihr eure Kunstwerke abgehängt zur Sicherheit bei dem Film, den wir heute haben? Uff. Aber wo, was haben wir denn heute? Kunstwerke. Also, wir haben heute aus der Sneak Preview den Film Das schwarze Quadrat um einen Kunstraub. Dann haben wir quasi aus dem Heimkino eine quasi Heimkino-Premiere Shang-Chi und das Geheimnis der Zehn Ringe. Shang-Chi. Und dann habe ich noch Sky Sharks geguckt, den es jetzt neu Den habe ich jetzt noch nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich noch nicht geschafft. Na, du wirst sehen, ob du da was verpasst hast. kommen wir später zu. Ich gucke ihn einfach nebenher. Wir haben noch ein paar Kino-News. Und ich sehe, ein paar Games stehen auch drin. Ich kriege Forza Horizon 5 und Battlefield. Und ich habe ja vom Erik die Blu-ray bekommen, deswegen kann ich Sky Sharks eigentlich nebenher starten. Ja, ein Rätsel gibt's auch noch. Da ist heute der Chris dran, wenn ich das so richtig sehe. Ihr werdet so leiden. Und das war jetzt für alle die, die keine Kapitelmarken haben, weil sie es irgendwie über Deezer oder Spotify hören. Und für alle anderen, ihr könnt ja dann jeweils zu den einzelnen Rubriken springen oder einfach alles durchhören. Wir beginnen mal mit dem Film Das schwarze Quadrat, den wir in der Sneak Preview hatten. Ein deutscher Film mit Bernhard Schütz und Jakob Matschens in den zwei männlichen Hauptrollen. Und die haben so einen Auftrag, so ein Kunstwerk zu stehlen. Das ist einfach nur ein schwarzes Quadrat, wie der Name halt schon sagt, in so einem weißen Rahmen. Und sie flüchten dann mit diesem Kunstwerk. Also es ist jetzt kein Heist-Movie in dem Sinne, sondern wir sehen halt gleich am Anfang, dass das Bild weg ist, das Kunstwerk aus dieser Kunstgalerie. Und dann sehen wir auch schon die zwei Typen, wie sie zu einem, zum Hamburger Hafen flüchten und wollen dort offensichtlich auf einem, ist das eigentlich ein Kreuzfahrtschiff oder ist das so ein Linienschiff, was irgendwie wohin fährt? Das ist ein Kreuzfahrtschiff, ja. Deswegen hat sie da auch so ein Programm drauf. Ah, okay, ja, stimmt. Ja. Ich hätte mir gedacht, es würde ja eigentlich mehr Sinn machen, wenn die dann versuchen, irgendwie mit einem Linienschiff irgendwie nach Amerika zu fliehen oder so, weil da vielleicht die Kontrollen nicht so rigide sind wie beim Fliegen oder so, aber na gut. Also Kreuzfahrtschiff und da soll dann auch so eine Übergabe stattfinden von dem Kunstwerk an den eigentlichen Auftraggeber und dann soll dann auch das Geld übergeben werden. Und wie man sich das so denken kann bei so einer Kriminalkomödie, geht da ein bisschen was schief, denn zum einen ist ihr Kontaktmann nicht da, der sie auf das Boot einschleusen soll, der die Tickets hat und sie überwältigen dann so zwei andere Typen, die so ähnlich aussehen wie sie, noch vor dem Check-in und nehmen sich denen ihre Tickets und denen ihre Koffer. Dumm nur, dass das zwei Entertainer sind, die auf diesem Kreuzfahrtschiff eben so ein Programm haben. Also der eine, der macht quasi so einen David Bowie-Imitator und der andere ist ein Elvis-Imitator. Und jetzt müssen natürlich die zwei ungelernten Typen dann irgendwie versuchen, da als Elvis/David Bowie-Imitator durchzukommen. Dann ist auch noch jemand von der Polizei mit auf dem Schiff, der dann auch Ermittlungen anstellt und irgendwie bekommen dann alle so ein bisschen was spitz, weil das auch durch die Nachrichten geht, dass dieses Kunstwerk verschwunden ist und dass das wahrscheinlich da auf diesem Schiff sein soll und da haben auch andere Parteien plötzlich Interesse dran, das zu finden, weil da natürlich auch sehr, sehr viel Geld dran hängt, entweder durch Zurückgeben dieses Kunstwerkes, dass man da einen Finderlohn bekommt oder dann selber dieses Kunstwerk in Besitz nehmen, um das zu verkaufen, um da richtig viel Geld zu machen. Und das passiert alles dann auf diesem Kreuzfahrtschiff. Und ich muss schon ein paar Mal lachen, aber ich sehe in Chris seine Wertung. Ich überlasse das mal an Chris das Wort. Du fandest es nicht ganz so besonders. Du saßt ein bisschen weiter weg, da habe ich nicht so gesehen, wie du es. Ich habe dich trotzdem lachen hören, das war jetzt nicht so schwer. Aber Fabi hat auch gelacht. Fabi hat auch gelacht, aus Mitleid. Erik sehr. Während Erik also sehr, sehr viel gelacht hat, ging es mir ehrlich gesagt nicht so. Ich fand es ganz, ganz, ganz schlimm. Also angefangen von den teils überzeichneten Charakteren, die trotz aller Bemühungen nie wirklich ein bisschen auch nur Tiefe bekommen haben,
bis hin zu 1 Million Sidequests, wer jetzt mit wem, warum und wieso, weshalb. Also eigentlich kann man fast sagen, es war kein Kreuzfahrtschiff, sondern es war eher das Loveboat, weil jeder mal mit jedem und am besten oder irgendwie der auf die, sie auf ihn, er auf aber auf sie und sie auf ihn und sie will da und er will hier. Und es werden so viele Nebenstränge aufgemacht, die den Film meiner Meinung nach ziemlich kaputt machen. Es gab nette Momente, wie, das spoilere ich jetzt lieber nicht, also es hat was mit einem Bett zu tun und einer Matratze. Das fand ich auch ganz nett, nur so insgesamt, also es sind so viele Sachen da passiert, weil gleich zu Beginn passiert auch noch ein Mord, das hast du jetzt glaube ich ausgelassen. Und das hat überhaupt keine Rolle dann mehr gespielt. Und die Leiche hat auf dem Schiff niemand gefunden. Ja, die wird ja auch also, weggebracht, wegverklappt. Nee, die Leiche nicht. Die lag, glaube ich, noch im Motorenraum oder sowas. Oder was weiß ich was. Ah. Also, man hat überall Überwachungskameras, nur da lustigerweise nicht. Ha, 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 ha. Es hat so vieles für mich einfach nicht zusammengepasst. Es war... Ha, vieles Stückwerk, diese Pseudo-Elvis-Nummern waren einfach nur traurig. Die David Bowie-Nummer war einfach nur mega traurig. Ja gut, die war gewollt mega traurig. Und das Ende hinten raus war einfach auch nur irgendwie komplett Banane. Die Entwicklung der Charaktere war Banane, weil während dem Film sich eigentlich mehr oder weniger zurückentwickelt haben, manche. Und ja, nee, hat mich nicht abgeholt. Aber Erik, dir ging es ja anders. Ja, also der große Wurf ist es nicht, das kann man ja schon mal so sagen, also der Film. Aber ich hatte schon meinen Spaß, weil die zwei, die haben sich so herrlich dämlich angestellt. Das hatte was von irgendwelchen, weiß nicht, so 80er Jahre Screwball-Sachen, wo teilweise irgendjemand in irgendeine Rolle reinkommt und anstatt da irgendwie relativ schnell eine Ausrede zu finden, warum nicht, dann wird es einfach durchgezogen. Ja, so muss dann halt, verkleidet er sich als David Bowie, als ja. Starman und Ziggy Stardust hier und so. Ach, das, ja, ich mochte das irgendwie. Und da waren noch so absurde Szenen dabei, die so, so dunkelhumorig waren und haben einfach Spaß gemacht. Und gerade wenn dann die, man kann ja vielleicht spoilerfrei sagen, dieses Bild wird dann auch mal gefälscht. Also es wäre ein Duplikat erstellt von diesem Bild. Und auch die Duplikate kommen abhanden. Und und wie dann die Reaktion darauf ist, das war einfach sehr, sehr lustig. Und ich mochte auch so dieses Ganze, dass dann plötzlich alle da mit dabei sind und irgendwie da suchen wollen. Und jeder ist da irgendwo dran und jeder hat da irgendwie seine Aktien drin und ach, das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Ich habe halt immer noch auch das Trauma von Titan, was mich so sehr... Deswegen jeglicher Film, der irgendwie ein bisschen über diesem Niveau ist und irgendwie ein bisschen lustig ist, der finde ich per se schon mal ganz gut. Und hat mir echt Spaß gemacht. Das schwarze Quadrat. Mir nicht. Ja. Mir leider echt nicht. Also. Wie sieht es denn in unserer Gruppe aus? Stehe ich jetzt völlig alleine da mit meiner doch etwas positiveren Wertung? Ist ja keine Positivverwertung. Mal gucken hier. Was geht, also 4 Leute haben 6 Punkte gegeben, 4 Leute 2, 2 Leute 8, 2 Leute 7, also durchwachsen, würde ich sagen. Ja, sehr, würde ich sagen. Von gar nicht gefallen, da gehört wahrscheinlich der Chris mit dazu, so den ganz schlecht bewerteten, bis hin zu, ja, war schon lustig, war alles dabei. Also ich glaube, man muss dafür auch nicht ins Kino gehen, obwohl natürlich diese gruppendynamische Effekt, wenn dann alle um einen rum lachen. Aber heutzutage... Aber mehr Leute fanden ihn übrigens scheiße. Also 8 zu 6 fanden ihn scheiße. habe ich schon bewertet? Ja, ich habe schon bewertet. Aber heutzutage, die Kinos brauchen euch. Ne? Gerade jetzt, dann geht ruhig mal ins Kino. Dann könnt ihr auch den gucken. Und wenn ihr da mit einer ordentlichen Truppe im Kino seid und ihr findet ihn alle lustig, dann geht es ordentlich ab, glaube ich. Von mir richtig betrunken ist, ja, kriegt der Film auf jeden Fall 6 Punkte, weil er war doch ein bisschen über dem Durchschnitt. Das ist nicht der große Wurf, wie man an der Wertung sieht, aber auf jeden Fall alles besser als Titan, sage ich nur. Und der verfolgt dich, kann das sein? Das ist der dermaßen, ey. Ich bin bei 3,5 von 10. Ja, okay. Weil ich einmal lachen musste.
Wo sie das Duplikat vermissen? Lass mich raten. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Also 3,5 vom Chris und 6 Punkte von mir für das schwarze Quadrat. Und jetzt müsst ihr euch selber eure Meinung bilden und müsst da mal ins Kino gehen. Wann läuft der eigentlich an? Das müsste jetzt bald sein, ne? In 11 Tagen steht hier bei Movie Pilot. Also ist doch noch, ja, nächste Woche Donnerstag dann. Oder nee, ja doch, nächste Woche Donnerstag. Dann werden wir den ja in Kinostarts mit drin haben. Wie schaut denn der Tipp für morgen aus, für die morgige Sneak? Der Tipp lautet Grand Hotel Trajan. Grand Hotel Trajan. Es ist genau ein Tipp eingegangen und der Tipp ist eine Dokumentation. Also von daher. Also ich hab einfach mal Grand Hotel Trajan gegoogelt. Und das ist ein rumänisches Hotel. Mit einem I statt einem J findet man dieses Hotel in Rumänien. Aber ich habe noch nichts Passendes dazu gefunden, filmtechnisch. Ich glaube, so einfach ist das nicht, dass man es einfach googelt, dann steht da der Filmtitel oder so. Nee, so natürlich einfach. Nicht, aber vielleicht ein Hinweis, dass es vielleicht um irgendwie einen rumänischen Film geht, wo das Hotel die Kulisse oder so ist, weißt du, wie ich meinte. Aber ich habe noch nichts gefunden, was irgendwie in einem Hotel spielt. Ich habe ja auch schon ein bisschen überlegt gehabt, also es gibt ja einen römischen Kaiser oder gab es einen römischen Kaiser Trajan und deswegen dachte ich, dass es vielleicht irgendein italienischer Film ist oder sowas, dass das vielleicht irgendwo ein Krankenhotel, also was weiß ich, aber ich bin da auch noch nicht so richtig weitergekommen. Wenn ich Bock habe, erkläre ich euch das mal. Ja, dann am Dienstag. Aber nicht dann. Hier. Am Dienstag. Zum Beispiel. Ja, schauen wir mal, was uns da morgen Hast erwartet. Hast du den Tipp gemacht? Nein, aber ich verstehe ihn. Okay. Wir werden sehen, was uns da morgen in der Sneak Preview erwartet. Und im Heimkino haben wir auch ein bisschen was geguckt. Heimkino. Tja, auf Disney Plus neu erschienen. Quasi fast live aus dem Kino sofort. Hier war ja gerade erst im Kino, kann ich mich erinnern. Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe. Jetzt gab es ja irgendwie diesen Disney-Tag, wo sie alles Mögliche nochmal neu gestartet haben auf Disney Plus, um da mal ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe irgendwie gelesen, die sind hinter ihren Zahlen zurück. Also sie wollten eigentlich schon weiter sein mit ihren Abonnentenzahlen. Vielleicht machen sie da jetzt noch ein bisschen mehr. Mal gucken. Möchte das von euch jemand zusammenfassen, den neuen Marvel-Film, der das nächste Marvel Cinematic Universe, die nächste Phase einläutet? Ja, das kann ich schon tun. Na dann. Also der Chris will. Nee, mach ruhig. Gönn dir. Hau okay. Rein. Also, Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe. Es geht um einen jungen Mann, der nennt sich Sean und der lebt in San Francisco. Und der ist kein Schaf. Der lebt da, er ist kein Schaf, aber heißt Sean. Er lebt da ein relativ ruhiges Leben. Also er ist, arbeitet bei einem Hotel, in dem er Parkservice macht. Hat eine beste Freundin seit 10 Jahren, die totaler Autonerd und Freak ist und immer die teuren Autos fahren will von den Hotelgästen. Und eines Tages wird Sean in einem Bus attackiert von irgendwelchen Fightern, Kämpfern, keine Ahnung. Und da erkennen wir dann, dass er mehr hinter ihm steckt als nur der normale Junge von nebenan, denn er kann verdammt gut kämpfen. Er kann richtig gut so Karate, Action, Martial Arts, Gedöns und zerlegt die da alle in dem Bus und dabei geht auch ein bisschen der Bus kaputt und er versucht dann die anderen Insassen im Bus noch zu beschützen. Und das ist so der Beginn seiner Reise in seine Vergangenheit, denn sein Vater war ein großer Anführer der 10 Ringe, das ist eine Armee, und er ist im Besitz von so 10 Armringen, 5 an jedem Arm, die ihm Kräfte verleihen. Und der Sean hat mit seiner Familie gebrochen und mit den Machenschaften seines Vaters und wird jetzt quasi wieder dort mit reingezogen. Und er muss sich dann quasi entweder auf die Seite seines Vaters stellen oder sich gegen ihn stellen. Und ich weiß nicht, wie viel man erzählen darf.
Wir haben ein paar nette Gastauftritte, über die ich nicht spreche, aber die mich sehr gefreut haben. Es ist ein sehr actionreicher, zackig erzählter Film mit der ein oder anderen Wendung, mit der ich tatsächlich nicht gerechnet hatte. Und tut sich, finde ich, auch gut in das aktuelle Marvel-Universum einbinden. Der Film spielt zu der Zeit, in der, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Hälfte der Menschheit verschwunden ist, also quasi vor Endgame, aber nach Infinity War. Und ja, ich will nicht so viel von der Story erzählen, weil es ist schon spannend. Habe ich jetzt was vergessen? Ich überlege gerade, was man noch erzählen könnte. Also man darf gar nicht so viel zu erzählen. Also die Mutter ist ja auf jeden Fall verschwunden, darum geht es ja eigentlich dann in dem Film. Und die ist gestorben, laut dem Sohn. Die ist gestorben und sein Vater, der eben diese große Macht hat, der hat plötzlich Visionen oder Audiovisionen, sagen wir so, dass sie ihn ruft und er glaubt zu wissen, wo sie ist und will dorthin. Und es könnte aber sein, dass er da sehr viel Böses entfesselt, wenn er da auf dem Weg dorthin geht. Und er geht dann auch buchstäblich über Leichen, um da hinzukommen. Und da ist dann quasi so eine Welt, kann man fast vergleichen, ein bisschen mit Wakanda, also wo die leben, also so verschlossen vor der Außenwelt, nur auf einem bestimmten Weg kommt man da hin, nur wenn man bestimmte Wegeführung einhält und in einer ganz bestimmten Art und Weise kommt man da hin. Und genau diese relativ friedliche Welt, die aber trotzdem auch irgendwie Fantasy-Elemente haben, da gibt es Drachen und sonst was. Durch diese Welt will er halt gehen, um dann das Böse zu entfesseln. Oder das weiß er nicht, er denkt ja, der will seine Frau wiederfinden, ja. Obwohl, wir haben ja gesehen, ganz am Anfang, bevor er die Frau kennengelernt hat, war er auch ein ganz schöner Bösewicht. Also das kommt ja gleich am Anfang, ne? Quasi die Frau hat ihn quasi so ein bisschen eingefangen und er ist ja auch schon irgendwie viele, viele Jahrhunderte alt. Da er ist ja auch irgend so ein mächtiges Wesen, was dann durch diese 10 Ringe noch mehr Macht bekommen hat. Ne? Und aber lass uns noch mal ganz kurz drauf zurückkommen. Du hast vorhin so ein bisschen schnell durch mit der Szene in dem Bus. Ey, das war ja der Wahnsinn. Sau gut choreografiert. Ich habe früher gerne die Jackie Chan Filme geschaut und so. Da waren auch so viele Elemente drin, wie mit der Jacke, wo er den dann so zack und so. Mhm. Oh, das fand ich so toll, wie die das gemacht haben. Auch so viel Witz und überraschende Bewegungen und sonst was. Ich fand das so gut. Das hat mich gleich so reingeholt in den ganzen Film. Diese Szene da in dem Bus, das fand ich so super. Also Wahnsinn. Außer, dass der Laptop kaputt gegangen ist. Da hätte ich mich geärgert. Ja, wenn es ein Nokia-Handy gewesen wäre, keine Chance. Also. Die hat ja gerade an irgendwas Wichtigem gearbeitet. Ne? Die haben ja irgendwie gesagt, hier, die schreibt ihre Dissertation oder irgend sowas. Und einfach mal das Ding so durchgeschnitten. Ne? Ja, aber echt. Ja, der Film war grundsätzlich gerade in diesen Szenen sehr gut choreografiert. Also auch diese Szene an dem Hochhaus, auf dem Gerüst. Oh ja, Wahnsinn. Ist auch super gut gemacht, also muss ich echt sagen. Ja. Und ich fand auch, am Anfang ist es so, ich sag mal der westliche Blick auf asiatische Kampfstile gewesen in dem Bus. Und später war es dann wirklich asiatischer Kampfstil, wenn sie dann so geflogen sind und die Blätter sind da so hochgewedelt und so. Das fand ich auch total schön, wie das so inszeniert war und ich mochte das sehr. Ja, doch, die verschiedenen Kampfarten, also die aus der Welt von seiner Mutter stammt und die aus der Welt, die sein Vater ihm beigebracht hat. Das ist halt einfach so zwei komplett unterschiedliche Varianten, an den Kampf ranzugehen. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich fand, der Film auch grundsätzlich hatte sehr, sehr charmante Szenen und auch witzige Szenen. Wenn wir nochmal zurück auf den Bus gehen, ich meine, der Typ mit dem Smartphone, der anfängt, das zu filmen und zu kommentieren, ich muss so lachen, weil das ist so aktuell, dass irgendjemand zieht immer sein Handy bei irgendwelchen komischen Szenen. Ja. Und das fand ich einfach so stimmig. Also grundsätzlich auch diese Freundschaft zwischen ihm und Katie, also zwischen Sean und Katie, ist so, ich weiß nicht, die ist so echt. Ich,
kann es gar nicht anders beschreiben. Das ist eine richtig gute Harmonie zwischen den beiden. Und es, der Film hat so viel Witz, nimmt sich aber ernst und gleichzeitig ist er aber auch nicht zu blödelhaft. Mhm. Und das finde ich gut. Ich weiß nicht, Chris, sag noch mal was. Jetzt sag doch auch mal was. Ja, ich sag dir auch mal was. Also, ich muss wirklich sagen, der Film hält sich nicht lange auf mit Vorgeschichte hin und her, sondern das geht schon relativ gut gleich rein und hat also Martial Arts mäßig richtig was zu bieten. Also hat mir auch sehr gut gefallen, sehr gut durchchoreografiert. Die Busszene mega, das auf dem Gerüst einfach auch total gut gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch später die Kampfszenen danach sind richtig, richtig gut, finde ich, finde. Also da sieht man schon, okay, die haben sich irgendwie Mühe gemacht. Die Chemie zwischen den Charakteren passt auch, und zwar extrem gut sogar. Ein bisschen Abzug gibt's für Shang-Chis Schwester. Die fand ich ein bisschen, ja, strange, aber okay. Und nee, insgesamt ist es, ja, der Film dauert auch über 2 Stunden und die braucht er, aber die vergehen relativ zackig. Also er hat jetzt nicht irgendwie hier so einen Moment, wo du sagst, okay, super langweilig plötzlich, sondern er hat auch da wieder, wenn er nach einem Höhepunkt runterkommt, ist es so ein gemütliches Runterkommen und trotzdem Spannung irgendwie oben halten. Und das fand ich ganz gut. Also das hat mir echt gut gefallen. Also wie gesagt, abgesehen von den Charakteren, die ich auch echt gut fand, und von einfach manchen Szenen, also ich musste da auch als gerade zum Beispiel hier Awkwafina, wie wird es ausgesprochen? Ich möchte es richtig aussprechen. Puh, ich weiß auch nicht. Ja, klingt richtig, sagen wir es mal so, ohne es genau zu wissen. Ja, ich möchte es halt richtig aussprechen. Das wäre gemein, wenn man es falsch ausspricht und nicht schön. Also Awkwafina, wo sie da bei dem Gerüst ziemlich auch am Anfang oder in dem einen Kampf da abstürzt, das hat mich so an Hans Gruber einfach erinnert, in Stirb langsam, wie sie da runter. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das auch so ein bisschen eine Anspielung drauf war. Und wenn, dann finde ich es noch besser mit dem Nagatomi Plaza oder sowas. Und einfach cool, einfach gut gemacht. Auch die Auftritte der anderen Charaktere aus dem Marvel-Universum sind sehr gut und sehr dezent platziert. Also man trifft relativ auch zu Beginn, glaube ich, in der ersten halben Stunde trifft man schon auf einen Charakter und sagt sich dann, okay, der wird da bestimmt hier noch öfters auftreten, der wird bestimmt noch ein paar Mal kommen. Pfeifendeckel, eben nicht. Und das finde ich einfach gut. Also mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, das anzugucken. Also es ist auch ein Film, den kann man ruhig nochmal angucken. Ich überlege immer noch, wo er wirklich in die Timeline reinpasst. Also es muss nach dem Blip gewesen sein. Ja, oder? Ja, muss. Also haben sie doch am Anfang gesagt, dass jetzt irgendwie jeder Zweite nicht mehr da ist. Deswegen müssen die jetzt hier die... Ja. Wir leben in einer Zeit, wo die Hälfte der Menschheit verschwindet. Irgendwie so. Ja, deswegen. Also es muss irgendwo da zwischendrin liegen, auf jeden Fall. Und nee, einfach cool gemacht. Der Film hat Witz. Nicht so viel Witz, aber schon gute, witzige Szenen. Hat sehr viel Action. Hat, wenn man wirklich auf so Martial Arts steht, kommt man, glaube ich, komplett in den Genuss und boah, also arg viel zu meckern habe ich nicht. Ich fand auch schön so diese Querverbindungen, die ja auch drin sind zu Doctor Strange und so, ohne es jetzt genau auszuführen. Das, was da so drin ist, das mochte ich auch sehr, weil der geht ja am Anfang auch so in diese, woher geht er hin, nach Tibet oder so oder irgendwo in den asiatischen Raum, na, wo er da seine Selbstfindung hat in dem ersten Teil. Und da gab es ja dann hier auch eine Quer... Ich mochte auch die Kampfszenen. Ich mochte auch so dieses ganze, dieses Fantasy, was da so drin ist mit den Drachen und so. Das fand ich voll toll. Ne? Und hat es auch mitgeguckt. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken. Dachte, ja, nicht, dass es dann irgendwie zu gruselig wird oder zu gewalttätig oder so. Aber das hatte ja wirklich eine angenehme Art, das zu erzählen. Also da selbst, wenn jetzt... Da sind ja auch Leute umgekommen, wo dann diese... Ja, die dann, na, ich will es nicht genau beschreiben, was da passiert ist, aber die dann halt da lang, das hat man aber nicht großartig gesehen, das war jetzt nicht blutig und nix und das ist alles relativ kindgerecht auch passiert und hat mir echt Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe da irgendwie angefangen zu gucken, guck mal rein und ob es was ist und dann vielleicht irgendwann mal weiter gucken, aber ich habe es dann bis zu Ende geschaut und
wenn man das hier in UHD und so gucken kann, Disney Plus, ey, das ist schon Wahnsinn. Da. Jedes Detail siehst du da, Wahnsinn, herrlich. Aber gut, ja, wir konnten den ja leider nicht im Kino, das war ja irgendwie mit Lockdown und sonst was. Lief zwar mal kurze Zeit, aber irgendwie nicht lang genug. Und ja, aber der funktioniert im Kino. Also das ist so ein Film, der definitiv im Kino auch wunderbar funktionieren würde, weil er halt auch richtig große Bilder teilweise auch drin hat. Und also wirklich auch, würde ich sagen, Bilder, die auch fürs Kino dann wieder gemacht sind und ein paar Szenen bestimmt auch. Und deswegen echt cool. Hat echt Spaß gemacht. Kann ich wieder angucken. Ja. Gibt's ja auch, stand ja am Schluss dann auch da, kommt wieder, ne? Shang-Chi will return. Ten Rings will return. Ah, Ten Rings will return. Ja. So. Aufpassen. Und die Ten Rings waren ja schon mal da, ne? Ich erinnere nur an den Mandarin. Na denn. Ja. Und ein paar Post-Credit-Scenes gab's ja auch, die auch ganz cool waren. Und da sind wir, da wollen wir natürlich jetzt erstmal nichts verraten. Und wer das gesehen hat, weiß eh, was da gemeint ist. Und oh ja, die erste fand ich super geil. Ja. Und dann das gemeinsame Singen auch. Das zog sich ja auch so durch, das Thema Karaoke. Ne? Und schönes Ding. Also von mir auf jeden Fall 7,5 von 10 Punkten. Shang-Chi und das Geheimnis der 10 Ringe von euch. Sagt keiner was? Okay, dann lest das nachher im Beitrag. Dann machen wir weiter. Nein, ich bin bei 8 Punkten. Ich lasse immer der Dame den Vortritt. Hallo? Ich bin bei 8,5 Punkten. Okay. Ich bin einfach nur höflich. Wenn was ist, ist schon nicht gut, ne? Okay, Kate, du hast deinen jetzt reingeschrieben. Willst du über den heute sprechen? Ja, nee, mach mal nächste Woche. Ich habe ihn nur reingeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Okay. Ich habe noch eingeschaut, wie gesagt, meine Blu-ray kam jetzt an von Sky Sharks, der lief ja im Kino. Nachdem ich den Trailer gesehen hatte, wollte ich den ja eigentlich unbedingt sehen, aber im Kino lief der irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, ich habe das zumindest nicht mitbekommen, dass der hier in Innenstadtkinos gelaufen wäre zu einer normalen Zeit. Und deswegen hatte ich mir den dann bestellt, weil ich dachte, oh, der ist bestimmt gut. Spoilerwarnung, ja, ist nicht gut. Und der ist noch nicht mal, ja, also ich gucke ja auch gerne so Schläferzfilme und lach mich dann kaputt oder so. Aber das sind meistens so ambitionierte Projekte, die einfach aus Budgetgründen irgendwie scheiße sind oder sowas. Oder wo einfach bestimmte Sachen nicht gut geworden sind, wo man sich ein bisschen kaputt lachen kann und Spaß haben kann. Bei Sky Sharks hatte ich eher nicht so das Gefühl, sondern, na gut, erstmal zur Geschichte. Wir sehen gleich in der Anfangsszene das, was auch, glaube ich, im Trailer kommt, wo so ein Flugzeug fliegt und dann kommen plötzlich irgendwelche Nazi-Zombies auf Haien durch die Luft geflogen, die dann das Flugzeug attackieren und die Leute alle umbringen, die da in dem Flugzeug sitzen. Sind auch ein paar bekanntere Leute dabei, so Ralf Richter oder so sitzt da auch mit drin und noch ein paar andere. Ja, und wir erfahren dann, dass es wohl im arktischen Eis gab so ein altes Kriegsschiff von den Nazis. Die hatten da so Experimente gemacht, damals hier während der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und da ist halt so ein Labor drin in diesem Nazi-Schiff und das Schiff ist jetzt aufgetaut. Und da sind halt auch diese ganzen Nazi-Zombies dann wieder erwacht und die führen halt weiter Experimente durch. Und diese Experimente, das wird dann auch im Laufe des Films dann erläutert, war halt so, dass sie so eine Substanz entwickelt haben, irgendwie K7b oder irgend sowas, was sie über den Schlachtfeldern versprühen wollten, um die Toten wieder zum Leben zu erwecken, damit sie wieder mehr Kämpfer haben, die Nazis, ne? Und das ist alles ein bisschen schiefgegangen und naja, wie gesagt, dann wird halt dieses Schiff aufgetaut und dann sind halt plötzlich die Nazi-Zombies wieder da und die sind halt, die haben so fliegende Haie und sowas und ja, die attackieren jetzt mittlerweile die ganze Welt. Die wollen halt ihre ursprüngliche Mission wieder ausführen, dass sie eben Amerika attackieren und ja, der Film wird auch in sehr, sehr vielen Rückblenden erzählt. Also da wird dann so die Vorgeschichte erzählt, was dann damals war in der Nazi-Zeit. Sind auch coole Nebenrollen von Oliver Kalkofe, der so ein Nazi-Offizier spielt und so. Das ist alles ganz okay und ganz nett, aber der ganze Film ist einfach furchtbar, der ist wenig durchdacht und also ich meine, wenn man schon so ein wenn ich einen Film mache über Nazi-Zombies, ja, dann heißt es wirklich, also keep it simple, ja, dann mach einfach einen lustigen Film, wo absurde Situationen passieren und dann mach nicht irgend so ein verkünsteltes Ding mit vielen Rückblenden und wo irgendwelche Motivationen von irgendwelchen Leuten noch erklärt werden müssen.
mein Gott, hier geht es um Nazi-Zombies auf Haien. Da muss nichts erklärt werden, warum jemand irgendwas macht. Also keep it simple. Und das hat sich halt der Film leider nicht angenommen, sodass ich den noch nicht mal auf eine trashige Art irgendwie gut fand. Ich fand die Effekte waren ganz cool. Da hat auch sogar Tom Savini hatte einen Credit mit dabei gehabt. Die Splatter-and-Gore-Effekte, die drin waren, die waren ganz okay. Und ansonsten war das alles so reichlich dämlich. Also ich glaube, ich werde die Blu-ray bei Zeiten wieder irgendwie verkaufen bei eBay. Ah nee, kann ich nicht. Die ist ab 18. Scheiße, was mache ich da jetzt? Ich eBay kleiner zeigen wieder. Oder so. Ja, ist über Kickstarter ja finanziert worden. Mark Faeser hat es gedreht und so weiter. Ich bin eigentlich für solche kleinen Projekte, die mit viel Ambitionen, aber der hat sich einfach mittendrin total verkünstelt und hatte eine seltsame Pace. Also da war es manchmal total langsam erzählt, dann ging es wieder total hoppla hopp, dann war es wieder total langsam und also ist nicht der große Wurf. Also von mir wirklich, trotz auch der coolen Nebendarstellung Cameos, die so ein bisschen aus dem Schlamassel rausgezogen haben, hat der Film wirklich nur 3,5 von 10. Und das sind keine 3,5, wo ich sage, hey, der ist so schlecht, da kann man Spaß dabei haben, sondern der ist wirklich auch nicht mal so zum Spaß haben. Gut, ja, schade. Also Sky Sharks 3,5 von 10 von mir. Okay, dann gucken wir mal, was uns noch so erwartet in der kommenden Woche, was so in den Charts drin ist eventuell und was die Neustarts sind. Ich glaube, da habe ich schon eine Idee, was da neu kommt oder zwei Ideen. Mal gucken. Kinocharts und Neustarts. Ich glaube, jetzt müsste doch langsam mal Ghostbusters und dieser Eiffelturm-Film kommen, oder? Mal gucken. Eigentlich ja, ne? Ja. Aber wir machen erst mal die Charts. Da ist Platz 5, Last Night in Soho. Den hatten wir in der Sneak Preview. Haben den schon in der vorhergehenden Sendung vorgestellt. Und die Kate hat auch eine Filmkritik geschrieben. Könnt ihr auch mal lesen auf kinocast.net. Platz 5, nur zu empfehlen. Stuttgart. Ja. Last Night in Soho, sehr zu empfehlen. Platz 4, Die Schule der magischen Tiere. Hält sich ganz gut, ne? Muss man sagen. Ja, ist halt ein Kinderfilm. Ja. Platz 3 in Stuttgart ist Eternals. Der läuft übrigens in den USA relativ gut. Ne? Der ist ja jetzt in den USA auch gestartet. Der hat schon wieder Platz 1 beim Kinowochenende und hat auch schon jetzt am Wochenende 71 Millionen wieder eingespielt. Also der läuft ganz gut. Ja. Okay, aber bisher catcht er mich noch nicht so, ich weiß auch nicht. Platz Nummer 2 ist Contra. Ja, das soll auch ganz gut sein. Immer noch Platz 1 in Stuttgart. Ich bin gespannt, wann der abgelöst wird. Vielleicht nächste Woche, wenn ein anderer Film kommt. Keine Zeit zu sterben, James Bond, Platz 1. Und Kinostarts nächste Woche, Mein Sohn, ein Drama über das angespannte Verhältnis eines Mutters-Sohn-Duos mit Anke Engelke und Jonas Dassler. Der wird auf jeden Fall nicht Platz 1, das prognostiziere ich mal. Dann startet Encanto, Disney-Animationsfilm über die magische Familie, die Madrigals, deren einziges Mitglied ohne Kräfte, Mirabel, die Familie beschützen muss. Der kommt doch aber dann bestimmt auch relativ zeitnah auf Disney Plus, oder? Das ist doch bestimmt auch so ein... Schauen wir mal. Weil das war ja bei Red Notice, den gibt es ja jetzt schon auf Netflix, der war wirklich nur einen Tag irgendwie im Kino. Okay. Dann, das ist mein Tipp, dass der nächste Woche mal Platz 1 erobern wird, nämlich Ghostbusters Legacy. Ja, wo hab ich's denn? Hier ist es. Ja, mal schauen. Die Addams Family 2, Fortsetzung des Animationsfilms von 2019. Dieses Mal geht es für die anormale Familie in den Urlaub. Und ich muss ganz, 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 ganz ehrlich sagen, da gab es doch auch diesen komischen Dracula-Film, oder wie hieß der? Hotel Transylvania? Ja, Hotel Transylvanien. Wo gehen die hin? Oh, die gehen in Urlaub! Ach, Leute, ganz ehrlich, do something new! Wir haben den Addams Family, den ersten Animationsfilm gesehen und der ist nicht schlecht. Der ist wirklich lustig. Ja, Hotel Transylvania, der erste ist auch nicht so schlecht. Stimmt. Ja. Addams Family. Muss ich auch immer noch einspielen. Aber gehen die vielleicht in ein Hotel in Rumänien? Das sind sie doch. Oh, I see what you did there.
Dann. Nein. Es kommt auch noch ein neuer Film, Ein Junge namens Weihnacht, eine Buchverfilmung über den jungen Nikolas, der durch ein großes Abenteuer zum Weihnachtsmann wird. Ah, so eine Art Santa Claus. Herzlichen Glückwunsch. Aha. Dann kommt noch Platzspitzbaby, meine Mutter, ihre Drogen und ich. Schweizer Drama aus der Sicht einer Elfjährigen, die mit ihrer Mutter in der Zürcher Drogenszene lebt. Ach du gute Güte. Das ist so ein richtiger Feelgood-Movie. Übel. Große Freiheit, ein epischer Gefängnisfilm über einen Mann, der nach dem Zweiten Weltkrieg wiederholt wegen seiner homosexuellen Neigung in den Knast geschickt wird. Aha. Dann startet I Fell in Love, romantischer Historienfilm über die Erbauung des Eiffelturms und die Liebeswirrungen des Erbauers Gustave Eiffel. Aha, da werde ich reingehen, übrigens. Okay. Also werden wir wahrscheinlich, wenn alles klappt, dann am Sonntag was drüber hören. Bin ich überrascht. Ja, weil ich glaube, der läuft nicht lange im Kino, da muss man gleich in der ersten Woche mitnehmen. Dokumentarfilm, was haben wir hier? Französisches Drama, Das Land meines Vaters, generationenübergreifendes französisches Drama über einen Landwirt, der 20 Jahre nach seiner Rückkehr in die französische Heimat kurz vor dem Ruin steht. Dann so haben wir was, was durchaus interessant sein könnte. The Power of the Dog. Netflix-Verfilmung mit Benedict Cumberbatch des gleichnamigen Romans über zwei Brüder, die in den 1920er Jahren eine Ranch betreiben. Mhm. Hast du davon oder schon ich einen Trailer mal was gesehen? Achso, ja? Okay. Ja. Ich habe einen Trailer gesehen, das sieht sehr strange aus. Dr. Strange. das war jetzt ein Wortspiel unbewusst. Benedict Cumberbatch habe ich erst gar nicht erkannt. Weil er halt so ein Ranch-Outfit anhat und so auf Cowboy macht und total dreckig ist. Aber ja, zwiespaltig. Ich fand den Trailer nicht so geil. Kirsten Dunst spielt auch noch mit, Jesse Plemons ja. Auch. Mhm. Und zwar vor dem Netflix-Start am 1. Dezember ist The Power of the Dog ab 18. November in ausgewählten Kinos zu sehen. Ja, das machen die jetzt gerne, ne? Guck's dann auf damit, Netflix. Damit sie, falls der gut ankommt, damit sie auch im Oscar-Rennen mitmachen können. Ne? Ja. Da muss der im Kino laufen. Obwohl Deutschland ist wahrscheinlich egal bei denen, aber ja, Hilfe, die Kinder sind zurück. Eine. Soll ich dir sagen, worum es geht? Ja, Katharin und Jan führen seit Jahren eine Beziehung. Nachdem Jan seinen Job aufgegeben hat, hat er eine Leidenschaft für Bonsai entwickelt. Ihre ohnehin bereits angespannte Situation verkompliziert sich, als ihre Tochter Anna und ihr Freund Thomas zwangsweise bei ihnen einziehen müssen. Naja, klingt nach so einem Sneak-Film hier. Französische Komödie halt, ne? Mhm. First Cow startet auch. Konzentriert erzählt das Drama aus dem Grenzland Amerikas zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wo ein junger Koch sein Glück sucht. Okay. Es läuft auch relativ viel an, ne? Mitra läuft auch noch an mit Jasmin Tabata bei und Halle ist nun 70 Jahre alt und lebt in den Niederlanden im Exil. Hier trifft sie auf eine Frau, die vor über 37 Jahren ihre Tochter im Iran hingerichtet haben soll. Aha. Entschuldigung, ich muss da lachen, aber Mitra, so heißt die Firma bei uns in der Schule, die Schließfächer vermietet. Okay. Tag und Nachtgleiche. Drama um Mann, der die große Liebe glaubt gefunden zu haben, doch schon bald ihre Schwester näher kennenlernt. Drama um Mann. Drama um Mann, weißt du. Drama um Mann. Da habe ich auf jeden ich Fall. Bin Mann. Hm, da habe ich auf jeden Fall immer sehr viel Material bekommen hier von dem Filmverleihern zu dem Film. Der soll wohl ganz gut sein. Er hat auf irgendwelchen Festivals ganz gut performt und so. Es hat doch dieser andere, wie hieß der noch gleich? Titan, ne? Titan. Naja, da kam auch viel. Was haben wir noch? JFK, ne? Pitbull, ne? Ja, nee, das war's, glaube ich, diese Woche. Mit den Film-Neustarts. Ja. Ich gucke gerade mal USA-Kinocharts, habe ich auch hier gerade. Ja. Platz 1 Eternals, Platz 2 Dune, Platz 3 No Time to Die und Platz 4 Venom. Hm. Auch nicht schlecht. Venom. Okay. Venom. Dann sind wir ja hier mit den Sachen durch. Dann haben wir ein paar News hier. Warte mal, News hier ist der Bumper. News. Wenn ihr schon mal was quasi aus unserer Nähe quasi, wenn man jetzt
Ich bin ja hier in einer Ecke, ihr sitzt in einer anderen Ecke und wenn man so dazwischen liegt ein Ort, der heißt Convestheim und da gab es jetzt eine Überschrift in der Convestheimer Zeitung, Hollywood kommt nach Convestheim. Ich dachte erst, boah, wird jetzt hier ein neuer Film mit Tom Hanks gedreht oder sowas. Nicht ganz, nicht ganz, aber sie planen ein Festival oder besser gesagt ein Fest, das nennt sich Stars und Sternchen zwischen dem 16. und 18. September 2022, also nächstes Jahr. Und dafür haben sie auch großes Budget bekommen, also für so eine Stadt ganz schön viel. Und die wollen da mit allen Kinos der Stadt zusammen, denn es gibt ja auch ein Autokino sogar in Convestheim. Ich glaube, wenn ich mich rechte, ist das nicht sogar das einzige hier in Baden-Württemberg. Einziger Autokino. Ich glaube, auf jeden Fall sehr, sehr bekanntes Autokino in Convestheim. Und dann gibt es ja noch das Kapitol und das K, den Kultur-Dings hier. Und die wollen alle zusammen so ein Film- und Kulturfestival dann machen nächstes Jahr. Da gucken wir mal, was uns da erwartet. Das soll zum ersten Mal werden mit Filmen, die da gezeigt werden und sonst was. Weil sie haben gemerkt, dass wohl sehr viele Dreharbeiten jetzt mittlerweile auch in Convestheim stattfinden. Da wurde so angeführt, Soko Stuttgart und so, wobei ich das jetzt nicht gerade als Hollywood sehen würde, aber gut. Und da wollen sie das ein bisschen mehr etablieren. Da gibt es ja verschiedene, interessante Drehorte, wenn man denkt hier so Salamander-Areal und sowas, die alten Industriegebäude und so, da kann man schon viel machen. Mal gucken, was da wird. Wir halten euch auf dem Laufenden, vielleicht werden wir da mal hingucken. Nächstes Jahr im September ist ja noch eine Weile hin. Das war die eine News. Die andere News, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich fast nur mich interessieren, ist auf jeden Fall eine Fernsehserie zum Game Fallout geplant. Ich will mich verarschen, das oder? Haben wir doch schon ewig mal den Trailer auch angeguckt. Ich bin aber mega gehypt, weil ich voll Bock drauf habe. Das kam jetzt gerade noch mal neu, wurde das befeuert, weil es gab ja jetzt diese Präsentation von Bethesda und da hat eben der Todd Howard, der Chef, hat das nochmal bestätigt, dass das kommt, hat noch ein paar Infos dazu gegeben. Also es soll eine Live-Action-Videogame-Adaptation geben von der Serie Fallout und dahinter stecken die Leute, die zum Beispiel das 2018er Tomb Raider und Detektiv Pikachu gemacht haben. Haben die nicht auch Westworld gemacht? Kann sein, weiß gar nicht. Wird spannend, freue ich mich drauf. Habe ich Bock. Mal gucken, wo das dann läuft. Ich hoffe auf irgendwas, wo es dann relativ schnell für uns auch in Deutschland verfügbar ist. Nicht, dass man wieder noch einen Service braucht, irgendwie HBO Now oder sonst was. Mal schauen. Oder Bethesda Now. Mal gucken, was Neues abonnieren. Okay, und wenn wir schon einmal hier quasi fast im Games-Bereich sind, können wir auch ganz rüber wechseln. Games. So, der Chris hier hat gespielt ohne Ende, sehe ich hier. Ja, ein Stück weit tatsächlich. Games. So ein bisschen meine Tarkov-Sucht gerade besiegen, weil es dann doch zwei Spiele gibt, die mich sehr gereizt haben und die jetzt da sind und die ich auch tatsächlich empfehlen kann. Ich möchte anfangen mit dem neuen Teil von Forza. Forza Horizon 5 ist da und es knüpft quasi gnahtlos an Forza 4. Es macht unfassbar viel Spaß, da durch die Gegend zu kurven, durch die Gegend zu brettern. Autos freizuschalten, neue Aufgaben zu machen. Es ist richtig herrlich. Es ist unfassbar grafisch, unfassbar toll gemacht. Hammer, es kitzelt tatsächlich auch mal was aus den Grafikkarten wirklich raus. Und trotzdem ist es so flüssig, es ist so toll. Es gab ein bisschen Serverprobleme am Anfang, ja. Zeig mir ein Spiel, wo es das nicht gab. Trotz allem, es macht einfach Spaß, es macht Laune, das Rumfahren. Ich habe so ein schönes Erlebnis jetzt gehabt, weil ich mit einem Taycan schon rumgefahren bin, mit dem Porsche Taycan und du hast halt kein Motorengeräusch, sondern ja, willkommen in meiner Welt, so, würde ich sagen. Ja, aber es ist einfach so, das ist einfach so witzig, weil wenn du gerade noch so von einem Muscle Car kommst und dir eigentlich nur denkst, so, ach du Scheiße, mir fliegt gleich der Kopf weg und dann sind die Ohren raus und dann hörst du halt mal gar nichts und heizt darum. Es ist einfach mega witzig und ich mir macht es richtig viel Spaß. Ich habe gar kein Elektroauto da drin gefunden. Ich wollte auch mal eins gucken hier. Ob die dann auch die, weil du hast ja eine enorme Beschleunigung, ne? Ich kann mit meinem kleinen Corsa kann ich jeden Porsche stehen lassen, ne? An der Ampel. Das ist total irre, ne? Und da bin ich noch nicht mal im Sportmodus, weil wenn ich Sportmodus mache, drehen bei mir die Reifen durch, ey. Das ist echt krass. Da brauche ich breitere Reifen. das ist echt Wahnsinn. Also, ja. Da wollte ich mich auch mal gucken, wie sie das umgesetzt haben, aber. Es macht wirklich einfach Laune, rumzuheizen in Mexiko. Schöne viele Aufgaben, richtig viel zu tun, richtig was zu erleben und zu sehen. Also Landschaft toll, Autos cool und halt brutal viele Autos und richtig schön die Aufgaben. Und reizt grafisch was raus,
Das macht einfach Laune. Das ist, weil du es halt entweder wirklich Zeit reinbuttern kannst und gezielt hinfahren kannst und Sachen machen kannst und. Oder eben du sagst dir, hey, ich habe jetzt mal so 10 Minuten Zeit, Viertelstunde, fahre ich halt mal kurz eine Runde und stelle mein Auto dann wieder ab und fertig und fange genau da an, wo ich aufgehört habe. Und das ist halt, das mag ich an Forza einfach. Macht unfassbar Spaß. Also kann ich jedem nur empfehlen. Und ich glaube, der Erik auch, so wie ich es gerade verstanden habe. Ja, das ist ja hier bei Xbox-Dings hier mit drin. Ja, Xbox Pass Ultimate, genau, oder wie das heißt. Game Pass hat, ja. Ultimate Game Pass von Xbox hat, der kann auf dem PC auch damit spielen. Das ist ganz cool. Das gefällt mir gut. Und das andere... Warte mal kurz. Ich habe es auch schon gespielt, also seitdem das da mit drin ist. Weil bei mir, ich habe zwar Forza Horizon 3 und 4 gekauft, aber bei mir funktioniert es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr installieren. Ich weiß nicht, warum. Bringt mir eine kuriose Fehlermeldung. Deswegen konnte ich es jetzt eine Weile nicht spielen. Nur das alte, das normale Forza Motorsport 7 heißt es. Anwenderfehler. Irgend sowas, ich weiß nicht. Aber und als dann das 5er rauskam hier im Xbox Game Pass, habe ich gedacht, na, probier's das mal aus. Und es ging ohne Probleme zu installieren. Und ja, ey, es ist wahnsinnig geile Grafik und das ist wirklich irre, wie die das machen, so die Wettereffekte und wenn du da irgendwo durchfährst. Ja. Und da sind gleich am Anfang ja in diesem, ich nenne es mal Tutorial, wenn du anfängst, fährst du schon mal 3 verschiedene Autos oder 4 und da wirst du schon mal in die verschiedenen Regionen entlassen. Das fand ich auch so gut, wie da die Einführung passiert und herrlich. Ja. Ich cruise da auch gerne rum, sammle da diese Schilder ein hier mit den XP oder mit den irgendwas, ne? Versuch die dann zu finden oder versuch da bei den Blitzern irgendwie ein paar Versuchsstraßen zu entdecken. Weiter bin ich da jetzt auch noch nicht. Aber macht echt Laune. Und dann hast du auch diese Slot-Maschinen, wo du dann immer mal so neue Autos kriegst und so. Ja, die Wheelspins, das finde ich, find ich echt gut. Ja, macht wirklich Spaß. Also Forza Horizon. Und es ist eine angenehme Abwechslung zu dem normalen Forza Motorsport, wo man ja wirklich so versucht, die Runden absolut perfekt zu fahren, damit man da noch ein Zehntel rausquetscht oder sowas. Ne? Und hier einfach mal so, oh ja, ich mache jetzt mal hier einen Donut hier auf der Straße. So. Ja, herrlich. So, Battlefield gibt es auch schon, weil wusste ich gar nicht, ich dachte, da hat man ja die Beta. Jetzt ist es schon da, oder was? Genau, ja, das ist, wenn du, je nach Edition, wo du hast, also ab Gold-Edition aufwärts, kannst du jetzt schon Battlefield 2042 spielen. Die nächste Generation ist also da von Battlefield. Und ich hatte die Beta ja auch, habe die Beta gespielt und ich war echt enttäuscht eigentlich. Also die Beta fand ich richtig lahm. Das echt? War, ja, die Beta hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ja, mir hat überhaupt nicht abgeholt. Also es war halt, es war voll, es war viel. Du hast keinen Überblick gehabt und nichts. Hat mich echt ein bisschen abgefuckt, die Beta, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist das Hauptspiel da. Ich hatte schon so ein bisschen Bauchschmerzen, wo ich sage, hat sich's wirklich gelohnt, da Geld reinzubuttern oder nicht. Und Stand jetzt, also seit Freitag gibt es, seit Freitag 9 Uhr gibt es am Start und Stand jetzt muss ich sagen, okay, das könnte richtig, richtig witzig noch werden. Also die Spielmodi, wo es gibt mit Hazard Zone, das ist richtig cool, wo du so ein kleiner Trupp bist und so Missionen machen musst, das ist richtig, richtig witzig. Klar gibt es die gewohnten einfach alle rein und Sachen erobern und alle über den Haufen schießen Modi auch. Aber dann gibt es eben noch Battlefield Portal und das holt mich wirklich ab, weil es gibt da den, es gibt den 3 Modi oder 4 Modi und es gibt dann auch später noch dieses, dass du selber Modi erstellen kannst, also eigene Karten wirklich erstellen oder halt nicht eigene Karten, sondern eigene Regeln für die Maps erstellen kannst und du hast halt Spielmodi, die besten oder die beliebtesten Spielmodis aus Battlefield 1942, was jetzt nicht so mein Spiel war, weil ich da immer die Krise krieg mit diesen Weltkriegswaffen da, aber halt Battlefield Bad Company 2 und das ist halt was, das ist bei mir, ich muss echt überlegen, bestimmt 20 Jahre her oder sowas, oder 15 bis 20 Jahre, wo es das rauskam, ich gucke gerade nebenher nochmal von wann das war, ist auf jeden Fall, von 2010, 10 Jahre, okay, nicht 20 Jahre, es kommt mir ewig schon vor auf jeden Fall und Bad Company 2 haben wir ja teilweise weggesuchtet, also das war richtig, richtig, richtig gut einfach und hat richtig Spaß gemacht auch. Und von Battlefield 3 sind auch Karten dran und das halt in die neue Engine übersetzt und da so auf neu gemacht. Und das macht richtig Laune. Ich habe allerdings auch festgestellt, es macht zu mehr wirklich Laune.
als alleine bist du teilweise echt so ein bisschen verloren, weil du kannst halt taktisch nicht wirklich vorgehen. Du musst dich da irgendwo dran halten, was die anderen machen, oder du gehst voran und guckst und hoffst dann, dass die anderen dich unterstützen. Das ist ein bisschen anstrengend, ein bisschen nervig. Deswegen kann ich es eigentlich echt empfehlen, da mit 2, 3, 4 Mann reinzugehen. Anders wie in Tarkov. In Tarkov würde ich sagen, ist maximal 3. Ab dem 4. wird es kompliziert. Ist halt aber auch ganz anders. Also es ist wirklich ganz, ganz anders. Es ist ausgelegt mehr auf die Action. Es ist ausgelegt auf so ein bisschen Arcade-mäßig. Und hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Und ist so ein Spiel, das man, wie gesagt, wenn man mehrere Leute am Start hat gerade, dann kann das richtig, richtig reinfetzen, kann das richtig Spaß machen, kann richtig gute Runden haben, weil es halt, ja, vom Erlebnis her, wie ich es jetzt halt mit meiner Tarkov-Sucht da gewohnt bin, halt nochmal was anderes auch ist. Kommt für mich jetzt insgesamt nicht an Tarkov ran, aber kann man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, macht man nicht so viel falsch. Ja, cool. Ob ich mir jetzt da das Vollpreis-Game, na mal schauen, vielleicht warte ich noch ein bisschen, bis das dann kommt. Ja, wenn du den Ultimate-Pass hast, dann ist ja EA Play auch mit drin, da könnte es dann auch, glaube ich, mit drin sein. Ach so, na ja, dann warte ich einfach mal da noch ab. Also die Beta hat mir Spaß gemacht, da fand ich es schön, also richtig wie so ein großes Schlachtfeld mit so ganz vielen verschiedenen Leuten und alles so verwirrend und so, fand ich cool. Ja. Okay, nachdem wir hier zwei Spiele haben, die eher so für die Männer sind. Kate, hast du schon Animal Crossing Happy Home Designer? Nein. Happy Home Paradise, sorry. Nein. Nein. Nicht? Aber ich muss endlich mal weiterspielen. Ich habe gestern noch dran gedacht. Es wird hier im Haus wie verrückt gespielt, das DLC. Was kann man denn dann jetzt Neues machen? Da kannst du Häuser designen, da sagt dir jemand, ich hätte gern ein Haus mit dem und dem, und da kannst du dem das designen und kannst ihm das dann verkaufen, oder kannst Häuser, alte Häuser kaufen, die herrichten, die dann verkaufen und so. Hm. Das ist cool. Genau, gibt es seit ein paar Wochen den DLC. Für Nintendo Switch. Hm, 19 Euro oder so. Im E-Shop. Okay, dann sind wir schon in der Rätselecke. Mal gucken, was der Chris uns heute kredenzt hier. Rätselecke. Brauchst du wieder den anderen? Ich brauch den anderen. Gut, so da. Richtig oder falsch? Richtig oder falsch? Einen wunderschönen guten Tag an beide Kontrahenten hier, an die Kontrahentin Kate, schönen guten Tag, und an den Kontrahenten Erik, wunderschönen guten Tag, hallo. Hallo. Hier im Studio. Nicht nur TV Total ist zurück, sondern auch Gurz oder Glomp. Haben wir jetzt gleich drüber gesprochen, ne? TV Total. Ja, war cool. Hast du es angeguckt, Erik? Ich hab's gesehen. Ja, war cool. Ich hab's nachgeschaut, es war ganz okay. Ja, war cool. War ganz okay. Kann man das nachgucken? Ja, unter MySpaß. Einfach TV-Total, nee, tvtotal.de, dann kannst du die ganze Folge angucken. Ach so. Join hat es, glaube ich, nicht drin. Egal, wir spielen wieder mal Gutz oder Klump, also wahr oder falsch, richtig oder falsch. Ich habe 3 Fragen und eine Schätzfrage vorbereitet. Die erste Frage darf zuerst die Kate beantworten, die zweite der Erik, die dritte dann die Kate. So ist schon mal die Grundvoraussetzung hier. Okay. Ich bitte um kurze und knappe Antworten, damit wir ein wenig in der Zeit bleiben, weil unsere Werbepartner auch draußen schon warten. Vielen Dank. So, erste Frage. In Shang-Chis Apartment hängt ein Poster von Kung Fu Hustle. Shang-Chi, die ganzen Fragen heute gehen um diesen Film. Also, in Shang-Chis Apartment hängt ein Poster von Kung Fu Hustle. Ja oder nein, Kate? Was sagst du? Nee, da hängt ein anderes. Ach so. Also nein. Was sagst du, Erik? Ich sag auch nein, weil ich glaube, Kung Fu Hustle, wenn, dann hängt er wahrscheinlich eher irgendwie ein Jackie Chan Poster oder sowas. Ja, da damit steht es nach der ersten Runde 0-0, weil in Shang-Chis Apartment hängt ein Poster von Kung Fu Hustle. Ja, okay. Was auch ein cooler Film war. Aber ich, ja, Noobs. Habe ich nicht drauf geachtet. Hast du das im Film gesehen oder hast du es auch nachgelesen? Okay. Ich habe recherchiert, ich bin ja vorbereitet. Zweite Frage. Jetzt darf der Erik zuerst antworten. Der Crash mit dem Bus, also dem Lieferwagen und den Autos, ganz zu Beginn des Films haben wir auch drüber gesprochen. Ich erinnere mich. Der ist komplett im CGI entstanden. Der Crash mit dem Bus? Das sah ziemlich echt aus, würde ich sagen. Also ich sage nein. Also es ist nicht alles okay. CGI. Okay. Also was sagst du? CGI mit drin, aber... Ich weiß nicht. Ich sage einfach mal ja. Okay, damit haben wir auf jeden Fall jemanden, der jetzt in Führung liegt. Weil die Szene mit dem Bus
dem Lieferwagen und den Autos ganz zu Recht, relativ zu Beginn des Films, die ist komplett nicht am PC entstanden. Das heißt, Erik hat recht, Erik hat den Punkt. Die ist komplett so gedreht worden. Kein CGI. Das heißt 1-0 für Erik. Yay! Aber ich erwartet auf. Na, komplett glaube ich nicht, weil die Szene, wo der Bus dann neben dem Müllwagen über die ganzen anderen Autos fährt, das sah schon ein bisschen komisch aus. Nee, das ist tatsächlich so gemacht. Okay, dritte Frage. Jetzt wird es natürlich schon spannend, hey. Oh mein Gott. Das heißt, Erik hat jetzt alle Trümpfe in der Hand. Erik kann das gleich gewinnen. Und ich kann erstmal nichts machen, weil Kate ist erst dran. Ja, aber du kannst die gleiche Antwort geben, dann hast du auf jeden Fall gewonnen. Oder Ausgleich. Ja, ist spannend. Die Großmutter von Katie, also von Awkwafina, hat schon in 2 James-Bond-Filmen mitgespielt. Das ist die ältere Dame, wo fragt, wann die beiden heiraten. Ja, die fragt, wann sie heiraten. Das stimmt. Erik, was sagst du? Ich überlege gerade, wer die Oma war. War das? Ich sag ja, weil da gab es so viele, die im asiatischen Raum gespielt haben. Oder die irgendwie mit asiatischen Bösewichtern zu tun hatten oder so. Okay, der Erik macht hier echt einen auf Safe Bet. Damit wissen wir jetzt schon, dass Erik gewonnen hat. Und es ist tatsächlich so, dass Cai Chin in sogar 2 James-Bond-Filmen mitgespielt hat. Und sie war auch das erste chinesische Bond-Girl, das in 2 James-Bond-Filmen mitgespielt hat. Und zwar You Only Live Twice von 1967 und in Casino Royale von 2006. Mhm. Verrückt, oder? Die Michelle Yeoh, die da auch mitspielt, die war auf jeden Fall in einem James-Bond-Film, das weiß ich. Aber die war ja nicht gefragt, sondern ich muss gerade überlegen, wer die Großmutter war. Das heißt, Erik hat 2-1 gewonnen, wir brauchen die Schätzfrage gar nicht und die ist so toll. Oh, willst du dir aufheben? Sag sie trotzdem. Also erstmal Glückwunsch an Erik. Nee, ich frage sie trotzdem. Und zwar, in wie vielen Hollywood-Produktionen hat Tony Leung, also der Wen Wei, Shang-Chis Vater, mitgespielt? In wie vielen Hollywood-Produktionen war der schon zu sehen? 10. Kate, was sagst du? 15. Dann hätte der Erik auf jeden Fall nochmal gewonnen, weil er ist definitiv näher dran, weil... An 0 oder 3 oder der so. Auftritt, der Tony Leung, sein Auftritt in Hollywood-Produktion, das war seine allererste. Ach so, ja. Der hat schon in unzähligen Filmen der aus Hongkong und so mitgespielt. Ja, aber es war die erste Hollywood-Produktion, an der er mitgespielt hat. Erik, überzeugend, dass er kommt einem so Schatz bekannt vor. Ja, weil man da... Na dann, also, Mensch. Glückwunsch, Erik. Sehr gut. Das war aber... Ja, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Wenn sag mal, da war jetzt wenig Wissen dabei, gerade bei mir. Da war viel Raten gerade. Also, das kann ich nicht. Das gebe ich ehrlich zu, ja. Also sonst war ich mir sicherer bei den Sachen, obwohl ich manchmal auch falsche Sachen hatte, war ich mir trotzdem sonst sicherer bei den Antworten als heute. Aber man kann auch mal Glück haben. Jawohl, also gibt es nächste Woche dann ein Rätsel von mir. Zum Thema Sky Sharks und Nein. Moment, ich habe einen Film genommen, den ihr beide gesehen habt. Ja, hat nur Spaß gemacht. Okay, warte mal, wir machen aber heute komische mal... komische Fragen dazu. Bevor wir zu den Musiktipps kommen, machen wir heute mal die Kommentare, das passt so thematisch besser, weil wir ja Filme hatten und so. Wir haben ja einen Kommentar bekommen beim letzten Mal vom Matze. Sag mal, kennt ihr den eigentlich oder ist das... Nicht, dass ich wüsste. Nee. Okay, ein Hörer. Also Matze hat geschrieben zum Thema Matthias Schweighöfer hat mit Angelika S. seine beiden Kinder, die übrigens bis Mitte 20 hier bei uns in Waiblingen gelebt hat. Also die Angelika S. Und dann die Ruby Ofee, das ist seine aktuelle Freundin. Ah, okay. Also, da ging es ja um den Army of Thieves, wo Schweighöfer mitspielt, zusammen mit Ruby Ofee. Da hatte ich ja fälschlicherweise gesagt, dass Ruby Ofee seine Frau ist und er mit ihr diese Kinder hat. Ich kenne mich mit diesem Gossip nicht ganz so aus. Und wurde hier vom Matze korrigiert. Wusste ich aber auch nicht, dass seine frühere Frau hier aus Waiblingen kommt und so. Auch interessant. Der Matze ist offensichtlich gossipfest hier. Er liest die Bunte. Ihr seid begeistert, das merke ich oder hier. Ist Schweighöfer-Fan. oder ist halt einfach Schweighöfer. Yeah. Habt ihr eigentlich Army of Thieves mittlerweile mal gesehen? Nee. Guck doch lieber den mal. Ich hab den heute besprochen. Ach so, guck doch den mal, der ist cool. Lieber mal.
Ja, weil ich hier schon einen anderen Film sehe, den du geguckt hast, der ist, aber gut. Ja, den habe ich vorhin erst geguckt. Ja, da hättest du mal vorhin den anderen geguckt. Nein. Naja. Ich habe irgendwie gelesen, dass die Rolle irgendwie allen auf den Wecker geht. Also die Rolle, die Schweighöfer da spielt. Ja, ich gucke vielleicht nachher mal rein. Mal okay. Dann lieber mal Musiktipps. Mal gucken, was wir jetzt auf die Playliste packen. Von was? Ich bin vorbereitet. Music. Wir. Dachte ich mir schon, dass jemand von euch das Lied nimmt. Ja. Wir haben nämlich Shang-Chi geguckt und da taucht immer wieder ein Song auf und deswegen nehme ich heute von den Eagles Hotel California. Sehr schön. Ja, guter Song. Ich nehme einen Song aus der Playlist von Forza Horizon 5 vom Sender XS und zwar von den Foo Fighters, No Son of Mine. Auch ganz cool. Gibt's auch einen von Genesis, No Son of Mine. Ja. You're no son of mine. Ja. Kein GEMA. GEMA weg hier. Und ich habe aus dem Film Sky Sharks von Nicolas Alvarez. Das ist ein echt cooler Song. Also muss ich sagen, haben sie gut gemacht. Und Laura Yokosawa, den Song Sisters, hat mir echt gut gefallen. Habe ich auch schon auf meine eigene Spotify-Playlist draufgepackt und habe den auch schon gehört. Und dann sind wir doch eigentlich durch für heute. Dann euch vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Bis dann, auf Wiederhören. Macht's gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Mein Gott, ist das eine Scheiße hier. Echt. Der Kinocast.